Was ist die gesellschaftlich-politische Komponente? Damals, 68, da gibt es auch so Zitate von dir. Was habe ich da für ein Zitat gefunden? Klang als Nachricht seiner Entstehungsbedingungen die Einbeziehung und strukturelle Abwandlung dieser Erfahrung als unvermeidliches notorische Tabuverletzung und gesellschaftliche Provokation? Ja gut, also das war 75 geschrieben. Das war noch ganz im Schatten der 68er Bewegung. Also, aber du hast es damals so empfunden? Ja, wir wurden permanent gefragt. Wollt ihr nur so elitäre oder abstrakte oder Musik machen da für den Konzertsaal von den Leuten und dabei vergessen, was in unserer Gesellschaft an Ich habe damals über diesen Begriff politische Musik versucht, genau nachzudenken. Und? Und für mich war einfach das, in dem Moment, also heute würde ich, damals habe ich so vielleicht nicht gesagt, aber wenn ich mich total konzentriere auf eine Klangerfahrung und mit der aber jetzt radikal weitergehe, ja, dann berühre ich automatisch unsere ganzen Wertvorstellungen, in denen wir aufgewachsen sind. Das heißt, ich erinnere den Hörer an seine Möglichkeit, seinen Horizont zu öffnen. Ja. Und das ist die einzige politische Wirkung, die es hat. Nämlich daran zu denken, dass wir geistfähige, das heißt denkende, und zwar sensibel denkende Kreaturen sind. Das ist ein Potenzial von Widerstand, wo immer das Denken diktiert wird. Und das haben sowohl die totalitären Systeme im Ostblock wie bei uns in der Nazizeit ziemlich genau gespürt. Eine Musik, die einen auf diese Weise zum Neuerleben, das heißt, die den Menschen daran erinnert, dass er eben ein geistbegabtes Wesen ist und infolgedessen das auch nutzen sollte. Das ist ein Potenzial von Widerstand und von Subversion, wie es so schön heißt. Und wenn man das konsequent durchführt als Komponist, denn als Komponist berührt man alle die Elemente, die alle kennen. Also was macht er mit meinem Cello sozusagen? Wir alle haben unser Cello schon, unser Traumcello. Ja. Es kommt der eine und macht das Ding irgendwie, und zwar nicht einfach kaputt, sondern in dem Sinne, wie ich es manchmal zitiere von There is method in his madness. Ja. Ist das schon Wahnsinn? Das ist doch Methode. Ja. Das heißt, es ist nicht nur Quatsch, es ist nicht Spaß, sondern es ist im heiteresten Sinne ernst. Und das ist eine subversive Form. Alles andere ist hilflose Deklamationspraxis in der Gesellschaft, die schon längst gewohnt ist, dass man sich entrüstet über die politischen Probleme, dass man irgendwelche Bekenntnisse, das gehört alles für mich zum Entertainment. Aber dir geht es darum, das Denken anzuregen, ein Denken, was nicht mit dem Fühlen durch eine Kalkmauer getrennt ist, sondern das Miteinander. Also Denken heißt in dem Sinn fühlen, ja, spüren. Da geht es ans Eingemachte, wie man bei uns sagt. Ja. Also das ist eine Art von Provokation. Provokation klingt so ein bisschen aggressiv, aber Provokation heißt eigentlich auf Deutsch hervorrufen. Ich rufe bei mir nicht nur akustische Antennen, ich rufe auch mentale Antennen. Können wir das heute immer noch? Tun wir das heute immer noch? Ich weiß es nicht. Aber das ist eine echte Aufgabe für unsere Kultur. Die müsste man entdecken bei Beethoven. Die müsste man entdecken bei all den Werken, die wir so eben als Kulturgut pflegen, die wir meistens gar nicht kennen, jedenfalls nur so aus der Fassade kennen. Die müsste man entdecken bei Mahler und bei Bruckner, überall, nämlich diesen Moment der Innovation, also des Öffnens in Bezug auf die Situation, von der sie ausgehen. Und da in dem Zusammenhang sind die Gruppen von Stockhausen nach wie vor eine Einladung, sich zu öffnen.